Ja Leute, es ist wieder soweit und zwar Anime-Duelle und heute haben wir etwas ganz Besonderes und zwar wir haben Bakura gegen Pegasus, zwei sehr krasse Charaktere, natürlich sehr cool im Anime sind und wie immer machen wir das Ganze mit CK Phoenix zusammen und falls ihr wissen wollt, wer das Match gewonnen hat, dann wir spielen Best of 3, müsst ihr natürlich zu ihm rübergehen in der Endcard, ihr kennt das alles und wir gehen jetzt schnell zum Deck rüber. Beim Deck natürlich müssen wir die ikonischen Karten haben und das sind natürlich unter anderem Geheimnis des Porträts, dann kopfloser Ritter, und natürlich erdgebundener Geist. Aber dann natürlich, Tributmonster dürfen nicht fehlen. Und keine schlechten Tributmonster natürlich. Das heißt, wir haben nur die Besten der Besten genommen. Heißt, wir haben hier ein 2000er mit einem Tribut. Wir haben natürlich unseren Diabound und natürlich unser Herrscher Hades. Ist auch sehr geil natürlich. Dann aber natürlich auch Puppenspieler, auch nicht schlecht. Und Todesfurcht, nicht als Tributmonster, sondern als gutes Monster allgemein. Dann natürlich weiter auffüllen mit sinnvollen Karten wie natürlich Maske der Finsternis. Kann man natürlich diverse Karten wieder benutzen. Natürlich Menschenfresserkäfer, sehr stark. Verwandlungskrug auch, sehr stark. Sangha, sucht uns alles. Dann natürlich theoretisch so ein kleiner Dune Salon. Direkter Angriff, Handkarte klauen, beziehungsweise Schaden hinzufügen. Handkarte klauen, sehr gut. Dann Donnerechse, beziehungsweise elektrische Eidechse. Wir müssen ja Karten spielen, die eben gespielt werden. Genauso hier. Dann 1-9er Beatsteak, natürlich unglaublich spielstark. Und zu guter Letzt noch Lady des Glaubens. Und dann Power Spells. Wiedergeburt, Topf, Überläufer, seichtes Grab. Ist jetzt keine Power Spell, aber natürlich sehr gut zum Tributieren. Dann haben wir Austausch. Austausch, auch eine gute Karte. Kann gerade, wenn wir eben nicht so gute Karten in der Hand haben, den Gegner einfach holen. Spiritismus, Zaun, Feinkarten auf die Hand gehen. Kann relevant sein. Power Spell. Dann Ektoplasma, sehr typisch auch. Kettenenergie ebenfalls. Dunkle Tür auch. Ist eine super gute Karte. Dann natürlich für Final. Vielleicht schaffen wir das Ganze, vielleicht auch nicht. Natürlich gerechte Nachspeiser. Selber schuld, wie so schön Anime heißt. Dann Dunkler Geist der Stille. Kann sehr gut kommen. Genauso auch wie Einladung des Erdgeistes. Dann wieder mehrfache Zerstörung. Super gute Karte natürlich. Und dann haben wir natürlich Final selber. Und Schädelsumme. Schädelsumme, absolut starke Karte. Von daher würde ich sagen, das ist das Deck. Und jetzt heißt es natürlich, it's time to do it. Oh, willkommen im Reich der Schatten. Einfach Totenkopfdiener. Ja, hallo, so nämlich hier. So. Ich würde sagen, das passt, oder? Ein bisschen zu uns. Safe. Also, bei mir, schwarzer Magier passt auf gar keinen Fall. Hä, doch. Es gibt ja Dings. Ja, den hat Pegasus nicht gehabt. Ah, echt? Hä? Macht er nicht ein Anime? Klaut er nicht den Magier? Nee, er hat nur den Blue Eyes, ne? Ja, und das schwarze Magiermädchen. Ah, schwarze Magiermädchen. Okay. Da, wusste er. Irgendwas war doch da. Irgendwas war doch da. Ja, und da ist auch irgendwas in so Anime-Duellen, ne? Da gibt es so eine Karte. Kopf der Gier. So, ich rufe deinen besten Freund. Ja, komm, ja, was ist denn hier los eigentlich? Warum legst du direkt so los? Ja, der macht Druck, der Kollege. Ja, ich zeig dir Druck, Alter. So, ich zieh. Oh, interesting. So, jetzt gibt's Druck zurück, du. Jetzt gibt's richtig Druck zurück. Ey, ich wusste, dass du den hast. Den 1 mit 1,9. Ach, komm. Was ist denn dein Problem? Das ist doch da irgendwas krasses Set. Das war so klar. Ja, ja, weil Pegasus auch so heftige Fallen spielt. Ja, stimmt. Fair. Ja, ich meine, Leute, danke für die Folge. Duell ist vorbei. Ja, es sei denn, ich ziehe jetzt die Karte, die ich brauche. Nein, natürlich nicht. Oh. Ja. Ich würde mal sagen, ich spiele... Du musst ja nur einen Effekt aktivieren, theoretisch. Ja, ich weiß, aber es ist nicht so einfach. So fünf Bricks in der Hand. Ich spiele ein Monster verdeckt und du bist dran. Ja, das ist jetzt aber nicht so viel, mein Lieber. Ich ziehe. Ach Mensch, diese Bricks, die sind doch schön. Hast du die Buchstaben? Nein, ich mach keine Buchstabensuppe hier. So, weiter Druck. Geheimnis des Porträts. Ich habe Angst, deswegen greife ich mit Dingen an. Ja, kannst du ruhig machen. Mein Drachenpfeifer, der zerstört alle Drachenfanggefäße auf dem Feld. Als ob das... Hä? Ach, du, es gibt gar keine Drachenfanggefäße. Lol, einfach gecountert. Bist du dir da sicher? Ja. Ich hab hier nämlich eins. Was? Ja, okay. Gut, ich hätte die eigentlich als Bluff behalten sollen, aber war jetzt zu witzig. Ja, okay, war schon lustig. Ja, warte mal, spiel ich Drachen?
Nein, ich glaube keinen einzigen. Boah, Glück gehabt. Warte, alle anderen. Ach, ändere alle auf einem anderen Spielfeld. Hä, du spielst aber Drachen, oder? Ja, das ist ja das Dumme. Oh Mann, das kann jetzt richtig nach hinten losgehen für dich. Könnte es wirklich? Oh, mein Lieber. Ja. Pressure is real. Ich bin der wahre. Nein, Kultur. Sag nicht, du hast Diabound, ey. Was? Nein. Was? Nein. Ich habe ihn nicht gerade gezogen, nein. Du hast, ey. Was ist denn los, mein Junge? Alter. Oh, was? Was ist das denn? Un Alligator. Ja. Du kannst auf nur das Gegner kontrollieren, dass Philipp ist. Nein, nein, das will ich nicht. Schade. Schau weiter an. Schade. Jetzt musst du eigentlich sagen. Oh, ich wusste gar nicht, dass du solche mächtigen Karten spielst. Schon Troll. Vor allem tun Alligator so einer der guten Karten so ungefähr, deswegen musst du es spielen. Aber in Anime spielt er die Karte ja nur, um den Gegner zu trollen. Also. Ja. Ist schon lustig eigentlich. So. Oh, es geht weiter gut, mein Lieber. Ich weiß, das willst du nicht hören, aber ich will das hören. Boom! Der kopflose Ritter. So nämlich. Angriff. Und meiner wird stärker und stärker und stärker. Was kann der? Bietet der macht nichts. Aber hätte ich nicht angegriffen, hätte er was gemacht. Ja, er hätte sich in meiner Standby-Phase geopfert, dann alle meine Monster zerstört und dir die Hälfte ATK-Schaden gemacht. Achso, ich dachte, er opfert alle auf dem Spielfeld. Nein, nur meine. Auf deiner. Oh, boah, das ist ja richtig schlecht. Ja, das ist echt schlecht. Ja, ey, ich bin langsam so, ehrlich, da gehen mir die Optionen aus. Ja, Mensch, du! Ist ja richtig hier interaktives Gameplay. Safe. So. Ah, wir machen weiter im Anime-Modus. Ich bin der Anime schlechthin. Schau dir das an. Grausamer Geist. Oh, Junge. Und jetzt gehen wir ja noch stärker. Du kannst das Ding niemals outen, Fanatiker. Nein. Es ist einfach 3600 einfach. Der macht einfach so 4000 gleich Game, ey. Alter. Es ist nicht mehr feierlich. Vor allem ist komm. Es ist nur dieser 1-9er gewesen und das Eintrittmonster Ende. Mehr war es nicht. Herz der Karten. Herz des Spiels der Karten, das ich erfunden habe. Natürlich kriege ich nicht das, was ich brauche. Ah, ich dachte schon, Alter. Ja, ich beschwöre meine Thun-Elfen-Zwillinge. Die hatte ich letztes Mal vergessen ins Deck zu packen. Oh, ja, das ist natürlich und stark. Ja. Aber die kann ich angreifen, oder? Nee, die kann ich angreifen. Wäre stark zu Beginn des Duells gewesen. Sehr stark gewesen. Tja, es ist halt wirklich so, du hattest am Anfang diesen 1-9er Beatstick und das hat halt gerettet, so, ne? Ja. Weil du 50 mehr hast. Ja, ja, das ist halt wirklich so. So, mein Lieber. Und sagen gerne auch noch! Und damit die Leute hier auch sehen, was für Bricks du hast. Austausch. Ja. Oh, das ist echt nicht schön. Ich kann nichts davon aktivieren oder beschwören. Schön. Alter, du hast ja wenigstens Verwandlungsgruppe. Ja, ich hab voll gut, oder? Ja. Also, ich würde mich auch nicht beschweren da an dieser Stelle, so. Und das eine Tributmonster, was alles carried. Ja, die Abbound ist eh next level, Alter. Los, Attacke! Boom. Das reicht nicht mal, richtig traurig. Egal, kopflos. Ja, 250. Yes. Boom. Ah, das ging schnell. Ja, definitiv. Nach diesem Duell müssen wir natürlich gucken, was hier mein Charakter für nächste Woche ist. Und ich würde sagen, wir drehen einfach mal, oder? Yes. Let's go. Und es wird... Ja. Also, warum schrei ich so? Ja, ich bin ganz knapp an Yugi Atem vorbeigekommen. Ja. Aber es ist der wahre Boss. Ich würde sagen, mein eiskalter Blick wird dich treffen. Okay. Also Seto Kaiba in the house. I like it so. Ist es nett. Und damit wissen wir natürlich auch, welchen Charakter wir nächste Woche haben werden. Aber was ihr noch nicht wisst, ist, wer das ganze Match diese Woche gewonnen hat. Dafür müsst ihr wie immer zu CK Phoenix rübergehen. Wie gesagt, wir haben ein Best of 3 gespielt. Bedeutet also, vielleicht habe ich verloren, vielleicht aber auch gewonnen. Mir bleibt auf jeden Fall nichts anderes übrig, als zu sagen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und wie immer,
Viel Spaß beim Duellieren.